place where the gift is given. You are the place where the light shines through. You are the place where the gift is given. I honor you. You are the place where the gift is given. Was bedeutet Sulawi, solidarische Landwirtschaft? Das ist ein Schwerpunkt bei uns im Garten Eden-Projekt. Warum? Weil man in diesem solidarischen Landwirtschaftsthema ganz viele andere Themen mit einfließen lassen kann. Das ist die Bewusstseinsbildung mit den Jugendlichen und Kindern. Das ist die Bodenfruchtbarkeit. Also ganz viele Sachen kann man da einfließen lassen in Sulawi. Es geht um also sowieso saisonal und regional. Es geht um die Menschen, die sich verbinden und da so eine riesige Kraft draus wird. Das habe ich vorher überhaupt nicht erwartet. Und also ich habe Sulawi wirklich entdecken dürfen und das war echt sehr spannend. Naja, in erster Linie natürlich, dass wir gesunde Lebensmittel kriegen. Aber dass wir Lebensmittel kriegen, wo von Menschen, die wir kennen, von Böden, die wir kennen, wo wenn man mal mithilft, so eine Zucchini-Pflanze zu setzen und den Bauer beobachtet, mit welcher Liebe der das macht, ja, und du stehst dann in der Küche und haltest dann die Zucchini in der Hand und verarbeitest sie, dann ist das einfach ganz eine andere Energie, die du deinem Körper gibst, ja, die du deiner Familie gibst. Einerseits federt es, glaube ich, viel ab, was grundsätzlich als Gesellschaft verpasst worden ist, dass man wieder auf einen Weg kommt, wo man fair, wo die Stunden und vom Geld her wieder seiner Arbeit nachgehen kann. Wir lösen uns vom Tauschen gegen Geld und teilen das, was wir gemeinsam produzieren. Und das muss man richtig verstehen, aber es so ist, dass in einer Sulawi die Leute einen finanziellen Beitrag leisten. Es ist ein Beitrag zur Produktion. Es ist nichts, was sie für die Waren bezahlen. Es ist wirklich so, dass man das gemeinsam herstellt. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kann es Sulawis auch dann geben, wenn es überhaupt kein Geld mehr gäbe. Und das macht was sehr was Gutes und sehr Beruhigendes, sich vorstellen zu können, dass es eine Welt ohne Geld zumindest im Prinzip auch geben könnte. Und das ist es, was mir in der Arbeit mit der Sulawi sehr, sehr froh macht. Da denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Das, was spannend ist an solidarischer Landwirtschaft, ist halt, dass es tatsächlich eine neue Ökonomie ist. Also es ist nicht dieselbe Form von Marktwirtschaft, die wir bis jetzt kennen. Es wird nicht Ware finanziert, oder? Also es ist nicht so, dass jetzt ein Mitglied herkommt und sagt, ich möchte eine Kartoffel, du bekommst so und so viel Geld, weil die Kartoffel ist so und so viel wert, sondern es ist eine Ermöglichung von gesunder, regionaler, saisonaler Ernährung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Ermöglichung von einem bestimmten Lebensweg, von der Tätigkeit, also von kleinstrukturierter Landwirtschaft und die Menschen, die davon leben, also Bäuerinnen und Bauern, Gärtnerinnen und Gärtner. Ja. Also es ist ein Wechsel vom ökonomischen System. Ja, sehr wichtig. Danke. Comes to remember we're healing the world one heart at a time. One by one, everyone comes to remember we're healing the world one heart at a time. Ich bin zur Sulawi gekommen, weil ich sehr frustriert war mit dem
täglichen Einkauf im Supermarkt, wo man irgendwie sehr schwere Entscheidungen treffen muss, so was ist das geringste Übel, weil man irgendwie weiß, okay, alles, was da im Regal liegt, hat einen Haken. Entweder ist es von irrsinnig weit her oder es ist irgendwie behandelt oder es ist aus einem beheizten Glashaus oder was auch immer. Und wie ich dann zu Solawi gekommen bin und das erste Mal am Hof war, habe ich gedacht, boah, ja, genau das ist es. Ich kann jetzt einfach genau sagen, wo es herkommt. Und wo es herkommt, heißt für mich nicht nur dieser physische Ort, ja, den kenne ich jetzt gut, ich kenne den Boden, aber ich kenne die Leute, die es machen. Ich weiß, welche Arbeitsschritte involviert sind und was nötig ist, damit dann das Essen auf dem Teller landet. Und das ist so die bereichernde Erfahrung und so wertvoll. Und das hat mich halt voll in den Bann gezogen und darum brenne ich jetzt auch für das Thema. Allein der Austausch und dieses Treffen ist so wertvoll und ich finde es schön, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit alle Solawis, die es schon gibt in Österreich, und es sind ja doch schon recht viele, dass wir uns da kennenlernen, vernetzen, austauschen und uns auch fördern, dass das mehr wird und neue kommen können. Und da bin ich gerade sehr dankbar dafür. Danke. Okay.